Clinton oder Trump? Oder keiner von beiden? Heute in Kulturzeit. Revolution. Warum Karl Marx in den USA ein Comeback feiert. Großmeister. Der polnische Regisseur Andrzej Wajda ist tot. Ich begrüße Sie zur Kulturzeit. Krasser Sexismus, unglaubliche E-Mail-Affäre. Kurzzeitig sah es im US-Wahlkampf öfters so aus, als ob einer der beiden Spitzenkandidaten über seine Fehler stolpert. Doch dann, tata, eine halbherzige Entschuldigung und die Schlammschlacht geht weiter. Einer CNN-Umfrage nach liegt Clinton nach dem TV-Duell heute Nacht zwar mit 57% der Wählerstimmen vorne, doch noch ist rund jeder zehnte Amerikaner unentschlossen. Darunter vor allem die sogenannten Millennials, die heute 80- bis 30-Jährigen. Für diese junge Generation stehen weder Clinton noch Trump für einen grundlegenden Wandel in ihrem Land, das immer mehr auseinanderdriftet. Ihr Hoffnungsträger war vielmehr einer, der alternative politische Ideen zu einer durch und durch kapitalistischen Welt bietet, kostenlosen Zugang zu Unis fordert, höhere Steuern für die reichen Bürger des Landes, mehr Wohlfahrtsstaat. Ideen, die vor wenigen Jahren in den USA noch undenkbar gewesen wären, mittlerweile aber sogar im politischen Mainstream angekommen sind, auch in den Reden von Hillary Clinton. Sozialismus Reloaded, Cornelius Janssen. Bernie Sanders, ein Phänomen. In diesem Wahlkampf hat er die Herzen von Millionen Amerikanern erobert. But you all know it is more than Bernie. It is all of us together. Seine Kandidatur als Präsident hat er zwar verloren, doch seine Botschaften hallen nach. And let me thank all of you for being part of the political revolution. Political revolution. Political revolution. The struggle continues. Bernie war seit langer Zeit der erste seriöse Präsidentschaftskandidat in amerikanischen Vorwahlen, der sich selbst als Sozialist bezeichnete. Wir erleben derzeit einen historischen Moment. Der Begriff Sozialismus hat sich von einem Tabu zu einer attraktiven Idee gewandelt. Den Sozialismus salonfähig machen. Auch Benjamin Kunkel hat sich dieser Mission verschrieben. 2005 feierte ihn das Feuilleton für seinen Roman Unentschlossen als postmodernen Dandy, ein Bestseller über die Selbstfindungsnöte verwöhnter Mittelstandskinder. Heute bezeichnet sich Kunkel als Marxisten, sein jüngstes Buch eine Essaysammlung, Linker Theoretiker. Wir haben die Wahl, Utopie oder Untergang. Der Untergang ist derzeit jedoch wahrscheinlicher. Als die Finanzkrise ausbrach, war mir klar, dass Marx weitreichende Analysen bietet, die über die Finanzmärkte und die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus aufklären. Sie sind komplex, aber nicht zu schwer zu verstehen. Als ich mich umschaute und sah, dass keiner da war, der diese Ideen erklären wollte, dachte ich mir, dass vielleicht ich derjenige sein könnte. Kunkel steht für einen Trend. In den USA feiern die Ideen von Karl Marx bei jungen Leuten ein Comeback. Unter Studenten liegt das Kapital auf Platz 4 der beliebtesten Bücher. 51% der 18- bis 30-Jährigen können dem Begriff Sozialismus mehr abgewinnen als dem Begriff Kapitalismus. Der Kapitalismus steht heute nicht mehr für eine Welt des Wachstums und des Wohlstands. Er wird auch nicht mehr mit einem Zuwachs an Demokratie verbunden. Jungen Leuten ist bewusst, dass sie nur dann eine demokratischere Gesellschaft bekommen, wenn der Kapitalismus an Einfluss verliert. Noch in den 50er Jahren kam ein Bekenntnis zum Sozialismus in den USA einem politischen Selbstmord gleich. Senator Joe McCarthy jagte Kommunisten. Vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe mussten Intellektuelle und Schauspieler Farbe bekennen. So entstand ein Klima der Paranoia. Debatten über Alternativen zum Kapitalismus wurden jahrzehntelang tabuisiert. Die rote Angst erfüllte eine Funktion. Sie half den Reichen, ihren Wohlstand und ihre Macht zu schützen. Auch Politiker profitierten davon. Richard Nixon jagte Kommunisten, bevor er Präsident wurde.
Geschäftsleute machten Gewerkschaften mundtot, indem sie diese als Kommunisten brandmarkten. Es gab Weiße, die Rassengleichheit verhindern wollten und deshalb die Angst schürten, dass schwarze Kommunisten die Kontrolle über weiße Frauen übernehmen würden. Die Finanzkrise hat alte Ideologien entzaubert und neue Wut entfacht. Sarah Jaffe hat hunderte Interviews mit Aktivisten geführt und die Macht der Protestbewegungen Amerikas in den Blick genommen. Notwendiger Ärger, die Revolte der Amerikaner, so der Titel ihres Buches. Alle vergleichen diesen Moment der Protestbewegungen mit den 60ern. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass sich damals alles auseinanderdividierte. Heute vernetzen sich die unterschiedlichen Bewegungen. So verbünden sich derzeit beispielsweise junge Weiße der Occupy-Bewegung mit Black Lives Matter-Aktivisten. Es entstehen riesige Protestplattformen, die eine andere Gesellschaft fordern. In Amerika entwickelt sich derzeit eine linke Gegenöffentlichkeit, bei der Aktivismus und Journalismus immer mehr verschmelzen. Benjamin Kunkel ist Gründungsherausgeber von N+1, einem Magazin, das Literatur, Popkultur und utopisches Denken vereint. Auch das Magazin Jacobin predigt die Revolution und erreicht damit online Hunderttausende im Monat. Diese kleinen Magazine der Linken können sich in den USA deshalb so profilieren, weil sie eine ganze Generation ansprechen, die sich herabgewürdigt und deklassiert fühlt. Junge Menschen in Amerika werden nie das Wohlstandsniveau ihrer Eltern erreichen. Ihre glänzenden akademischen Abschlüsse sichern ihnen nicht mehr die Position in der Gesellschaft, die ihnen früher sicher gewesen wäre. Aus dieser Stimmung heraus hat Bernie Sanders einen Generationenaufstand angezettelt. Bei den amerikanischen Vorwahlen hat er mehr Stimmen der unter 30-Jährigen bekommen als Clinton und Trump zusammen. Es ist sein heimlicher Triumph. Mit seinem Ruf nach Sozialismus hat er eine ganze Generation aus dem politischen Dornröschenschlaf geweckt. Für die Mehrzahl von Menschen wird sich nichts Grundlegendes verbessern. Egal ob unter Clinton oder Trump, naja, ganz gewiss nicht unter Trump. Die Wut ist so groß, dass diese Protestwelle nicht einfach verschwinden wird und die Menschen zufrieden nach Hause gehen werden. Bernie und Trump, und das ist das einzig Gute, was ich jemals über Trump sagen werde, haben uns den Dienst erwiesen, die zwei großen politischen Parteien als leere Hüllen zu entlarven. Die eine wurde beinahe von einem Sozialisten, die andere wird vielleicht von einem Faschisten erobert. Wie auch immer die Wahl ausgeht, für Benjamin Kunkel und Sarah Jaffe hat die Idee des Sozialismus in jedem Fall gewonnen. Denn die Sehnsucht der jungen Generation nach einer gerechteren Gesellschaft könnte das Land nachhaltiger verändern als jeder Präsident. Karl Marx selbst hätte eine solche Entwicklung sicher gefallen. Er war zwar nie in Amerika, hat aber als Korrespondent für die New York Tribune in London gearbeitet und 1864 einen Brief an US-Präsident Abraham Lincoln geschrieben. Darin wollte er Lincoln von der Idee des Sozialismus überzeugen. Erfolglos. Die Sehnsucht nach einer gerechteren Gesellschaft, die treibt natürlich auch Menschen in Europa um. Allerdings verstehen unter Gerechtigkeit nicht alle das Gleiche, momentan deutlich zu spüren. Europa droht, über die Flüchtlingsdebatte zu zerbrechen. Teile der Gesellschaft, der Politik radikalisieren sich. Auf der anderen Seite wächst die Angst um unsere Demokratie. Der deutsche Theaterautor und Regisseur Falk Richter beschäftigt sich in seinen Stücken gern und immer wieder mit aktuellen Themen. Am Wochenende hatte jetzt sein Stück Safe Places am Frankfurter Schauspiel Premiere. Anlass für mich, gleich live hier mit ihm zu sprechen. Zunächst zeigt Nil Warol Ihnen einige Szenen aus dem Stück. Was oder wer ist Europa? Und wenn ja, wie viele? Ich bin Europa. Ich habe keine Identität. Ich bin Europa. Angst. Überall Angst. Irgendwas passiert hier gerade. Und ich weiß nicht mehr, wie ich mich dazu verhalten soll. Angst, Konfusion, Hysterie. Wer sind wir?
Sind wir Europa? Wollen wir Europa? Liberale Demokratie, offene Gesellschaft, wollen wir das? Was sind denn die Werte, auf die wir uns hier in Deutschland einigen können? Steuerhinterziehung? Wir haben Regeln, Werte. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Akzeptanz von Andersgearteten, also ich meine so Minderheiten, Demokratie. In Bayern gibt es keine Demokratie. Oder sind die tausendfach beschworenen Werte des Westens nur noch rhetorische Repliken vergangener Ideale? Das fragt uns Falk Richter in seinem neuen Projekt Safe Places. Zusammen mit der Choreografin Anouk van Dijk hat er am Frankfurter Schauspielhaus einen Tanz auf den Ruinen Europas inszeniert. Ein wuchtiger Weckruf. Es sind Bilder wie diese, die Falk Richter nicht loslassen. Der Mob vor einem Flüchtlingsbus, pöbelnde Populisten, völkisch wütende Politikerhasser. Wir sind das Volk. Wir schaffen das nicht! Wir, das sind auch auf Richters Bühne die Deutschen. Grüner Hügel, deutscher Wald, unsere Insel der Seligen. Hass, Hilflosigkeit, Hetze erschüttern die Bretter, die unsere Welt bedeuten. Das Theater? Ein geschützter Raum, sich Ängsten zu stellen. Ein Ort der Selbstvergewisserung. Falk Richters Angst gilt dem Angriff auf die liberale Demokratie. Ihr widmete er auch sein Stück 4. Im letzten Herbst an der Berliner Schaubühne uraufgeführt. Ich finde, wir sollten aufpassen, dass Deutschland Deutschland bleibt. Darin stellt er die Angstmacherei von Rechtspopulisten bloß. Politisches Theater, das Angst macht. Falk Richter erhielt Morddrohungen. AfD-Frontfrau Beatrix von Storch klagte damals auf Unterlassung und verlor. In seinem neuen Stück Safe Places taucht sie wieder auf. Ein Psychogramm der neurechten Enkelin eines führenden Nationalsozialisten. Es gab keine Gefühle in unserer Familie. Wir haben uns nie berührt, in die Arme genommen. Wir waren einander unheimlich. Am Ende bleibt Satire. Familienfeindliche Homo-Demonstranten haben ein heimatreues Herz mit veganen Hackkeksen ab. Inländerfeindliche Berufslesben haben ein AfD-Programm unter ihrer Burka begraben. Deutschland braucht. Ein Akt des Widerstandes. Falk Richter wehrt sich mit einem Appell statt mit Antworten. Er fordert die schweigende Mitte auf, sich hörbar zu positionieren. Ja, live jetzt bei mir im Studio der Autor und Regisseur des Stückes, Falk Richter. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, das Publikum, das hat sich ganz lautstark positioniert an diesem Abend, laut applaudiert zum Schluss. Das ist natürlich eine große Bestätigung für Sie. Ich war insofern ein bisschen irritiert, als ich da saß, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt zeigen die Frankfurter bürgerlichen Theaterfreunde aber besonders demonstrativ, dass Sie auf der richtigen Seite stehen, dass Sie zu den Guten gehören. Reicht das? Naja, also erstmal war das ja ein Theaterabend, wo auch sehr viel geboten wird, wo einige der besten Schauspieler, die wir überhaupt in Deutschland haben, auf der Bühne stehen und ein tolles Tanzensemble. Also das galt sicherlich auch dem Abend erstmal. Ansonsten geht es in dem Stück auch tatsächlich um das, was gerade passiert in Deutschland und Europa, um einen wachsenden Rechtsradikalismus, der immer lauter wird und um die Frage, warum die Mehrheit, also die 80-90%, die nicht AfD wählen und nicht rechtspopulistisch denken, warum die so leise geworden sind. Und es stellt dann auch die Frage an die Zuschauer, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr das die ganze Zeit so hinnehmen, dass wir immer nur dieses rechtsnationale Gebrüll im Moment hören? Oder habt ihr auch noch selber auch was mitzuteilen? Und ich glaube, das kam an und das hat die Leute mobilisiert. Es ist ja wirklich, muss man sagen, mutig, sowas Aktuelles auf die Bühne zu bringen, das anzugehen. Denn es ist ja immer die Gefahr, dass es auch irgendwann, wenn es zu sehr 1:1 ist, ein bisschen platt wird. Wo sind für Sie die Grenzen des Theaters und wo ist es eine echte Chance, genau das dort auf der Bühne aufzugreifen? Naja, also es geht einmal da in meinem Stück immer um eine Verdichtung auch bestimmter Diskurse, darum, was eigentlich gerade wie diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Und es geht natürlich auch darum, zu zeigen,
Mit welchen Strategien bestimmte politische Strömungen arbeiten, also mit Hass, mit Verunsicherung, dass die ganze Zeit mit Angst operiert wird. Und das ist dann schon etwas, das kann man auf dem Theater einfach tiefergehend behandeln, als man das, oder auch anders, also auch emotional zugänglicher verarbeiten, als das jetzt in einem journalistischen Text oder so möglich wäre. Sie sagen tiefergehend, also ich fand die Momente am stärksten, wo eben Tänzer und Schauspieler zusammen agiert haben, wenn so eine Metaebene entstand. Da sieht man ganz deutlich, also mir hat es richtig Angst gemacht, wohin Europa driftet. Mhm. Wohin driften wir denn gerade? Ja, das ist im Moment tatsächlich nicht so ganz klar. Also es gibt halt wirklich unglaublich starke Strömungen, die wieder zurück wollen zu so einem Phantasma des nationalstaatlichen Denkens, die vielleicht auch nie so richtig die Vorteile der Europäischen Union kennengelernt haben oder dieses Leben, was das neue Europa jetzt ermöglicht, gar nicht leben oder gar nicht kennenlernen. Und die plötzlich wieder so geschlossene Grenzen wollen und denen alles zu komplex ist. Und dann gibt es natürlich Menschen, die wissen, eigentlich kann die Zukunft nur sein, dass wir den Nationalstaat überwinden und dass wir uns wirklich als ein gemeinschaftliches Europa denken. Vielleicht sogar mit einer Europäischen Republik. Ich glaube, das ist tatsächlich gerade nicht klar. Und deshalb behandle ich das in meinem Stück auch mit einer gewissen Angst, die ich selber habe, darum, dass vieles, was ich in meiner Jugend oder in meinem Leben so erlebt habe als Europäer, also das Fallen der Grenzen, dass wir diese unzählig vielen Währungen endlich losgeworden sind, dass wir frei reisen können. Ich zum Beispiel arbeite auch in ganz vielen unterschiedlichen europäischen Ländern. Das ist alles möglich jetzt. Wenn das plötzlich alles wieder zurückgedreht wird, das wäre eine Katastrophe, weil der Nationalismus immer nur mit Aggression zusammengeht. Also da braucht man einen Gegner, sonst kann man diese nationalistischen Denkweisen nicht behaupten. Es geht bei Ihnen viel um Angst und es geht auch um Sicherheit. Und Sie zeigen ganz klar, dass dieses Verständnis von Sicherheit für jeden auch was ganz Unterschiedliches ist. Inwiefern? Na gut, also jeder hat sein eigenes Gefühl von Sicherheit, was er dafür braucht. Manche Leute zum Beispiel fühlen sich überhaupt nicht unsicher in einer kosmopolitischen Umgebung, in einer multikulturellen Umgebung, die empfinden das als Bereicherung. Und dann gibt es andere Leute, die haben eben vor allem fremden Angst. Den müsste man im Grunde erklären, dass sie davor keine Angst haben müssen. Aber wenn die immer nur so befeuert werden mit solchen Horror-Stories und diesen Wörtern, Asylschwemme und die Horden aus dem Orient, die jetzt einfach wenn die immer nur so gebrainwashed werden, dann bekommen die natürlich Angst. Also was gegen die Angst hilft, ist eigentlich immer Erfahrung, das echte gelebte Leben. Das heißt, ich lebe in Berlin mit Menschen, die kommen aus unterschiedlichen Nationen oder deren Eltern kommen aus unterschiedlichen Nationen. Und die leben hier in Deutschland, die sind Teil der deutschen Gesellschaft und die machen mir keine Angst. Das sind Freunde oder Arbeitspartner. Und ich glaube, nur so kann man diese Angst überwinden, indem man einfach auch wirklich mit Menschen in Kontakt kommt. Sie beschäftigen sich nicht zum ersten Mal mit der AfD. Einen besonderen Narren gefressen haben Sie offenbar an Beatrix von Storch. Die taucht wieder auf. Die hat Ihnen schon eine Klage an den Hals gehetzt. Wieso diese, ich nenne es mal fast Faszination oder offenbar Auseinandersetzungsbedarf? Also Beatrix von Storch ist sozusagen für einen Theatermacher das interessanteste Material als Figur und als Mensch, weil sie eben aus so einer Nazi-Dynastie kommt. Ihr Vater war der Finanzminister Hitlers und hat wirklich einige der schwersten Verbrechen gegen die Menschheit begangen. Und sie ist jetzt sozusagen wie in so einer Shakespeare-Geschichte die Enkelin, wie so Hamlets Geist spukt ihr Vater, ihr Großvater in ihrem Kopf. Und sie vertritt zu großen Teilen dieselbe Haltung, dieselben politischen Strategien, dieselbe Weltanschauung. Sie will auch ein ethnisch gesäubertes, arisches Deutschland. Also sie ist sozusagen nicht frei, sie ist total besetzt von diesem Großvater. Und das ist schon interessant und auch gefährlich. Und ich finde, man sollte sich genau diese Frau angucken, bevor man die dauernd in Talkshows einlädt und der immer wieder eine Bühne gibt, wo sie ihre rassistischen, menschenverachtenden Thesen so einfach unter die Leute bringen kann. In ihrem Stück tritt sie als Trixie auf. Heute Abend ist es, jetzt läuft es gerade wieder am Frankfurter Schauspiel, diese Woche noch zweimal. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Dankeschön. Es geht weiter mit Theater. In Wien hat es die Geschichte eines Mannes auf die Bühne geschafft, der mit Vorliebe Frauenherzen isst. Außerdem waren unsere Reporter in Essen und in Berlin, um die kulturellen Tops und Flops vom Wochenende zu zeigen. Da, da und da. Zuerst aus Österreich. Ferdinand Schmalz ist Österreichs neuer Erfolgsautor. In Berlin und Zürich hat der 31-Jährige mit seinen preisgekrönten Texten für Aufsehen gesorgt. Nun ist Wien an der Reihe mit Der Herzerlfresser am Akademietheater.
Ferdinand Schmalz eilt der Ruf voraus, besonders spielerisch mit Sprache umzugehen. Gleichzeitig erzählt er spannende Kriminalgeschichten. Wir werden sehen, ob ihm diese ungewöhnliche Kombination auch heute gelingt. Und tatsächlich, gleich zu Beginn geschieht ein Mord. Der titelgebende Herzerfresser ist ein Kannibale. Unter der Rippe schneide ich rein. Die Geschichte basiert auf einem Kriminalfall aus dem 18. Jahrhundert. Damals hat ein geisteskranker Holzknecht im steirischen Kindberg 5 Frauen ermordet. Es ist wirklich eine Kannibalengeschichte, der reißt den Frauen das Herz raus. Er wollte 7 Frauenherzen essen, beim 5. ist er gefangen worden, hat auch bis in den Tod hinein behauptet, wenn er 7 Frauenherzen gegessen hätte, wäre er unsichtbar geworden. Schmalz verlegt die Handlung in ein modernes Kaufhauscenter. Aus dem Kriminalfall wird eine Geschichte über die Sehnsucht nach Liebe. Das abstrakte Bühnenbild stammt von Katrin Brack, die statische Regie von Alexander Wiegold. Das ist die Liebe und sie merken es nicht. Ich mach ihr Innerstes zu meinem Innersten. Der sucht was verloren gegangen ist. Der sucht nach einer Liebe, die vielleicht nicht auf glatten Oberflächen funktioniert, sondern die vielleicht schmerzhaft ist, die auch selbstzerstörerisch ist, die grenzüberschreitend ist. So lebt man her, neben dem anderen, zwischen all den Herzen Abgründe. Die Erfolgsserie von Ferdinand Schmalz ist vorbei. Der Shootingstar kann an diesem Abend nicht überzeugen. Die Inszenierung schleppt sich ideenlos dahin und auch der Text hat folgenreiche Schwächen. Er ist zu leichtgewichtig, um auf der großen Bühne zu bestehen. Der Durchbruch von Ferdinand Schmalz in Österreich lässt noch auf sich warten. Ein Wasserstrahl, der auf dem Kopf verdampft. Der italienische Objektkünstler Aliero Buetti schuf dieses Selbstbildnis. Zu sehen im Museum Folkwang in der Schau Dancing with Myself. Thema der Ausstellung ist das Selbstporträt und die Selbstinszenierung. Etwas, was Künstler interessiert hat, schon lange bevor Selfies in Mode kamen. Das Selbstporträt. Mal als politisches Statement, mal als Reflexion auf das eigene Ich. Die Ausstellung zeigt über 100 Werke von den 60er Jahren bis heute. Von den Urvätern des Selfies Gilbert und George bis hin zu Maurizio Cattelans skurrilen Wachsfiguren. Natürlich darf auch Cindy Sherman nicht fehlen, die Meisterin der Verwandlung. Keiner kann sich hinter einem Foto besser verstecken als sie. Es gibt eine Geschichte und eine Archäologie, ein bisschen dieses Selfie-Kults, diese Selbstdarstellung, die wir heute massenweise als Massenphänomen finden. Man sieht, dass Künstlerinnen und Künstler das schon lange machen. Sich selbst eben inszenieren, sich eine virtuelle Präsenz verschaffen. Ohne ihn wäre die Schau gar nicht erst möglich gewesen. Multimilliardär François Pinault. Zum ersten Mal sind Werke seiner Sammlung in Deutschland zu sehen. Der Firmenmogul besitzt 2 Museen in Venedig und plant ein weiteres in Paris. Wenn ein so bedeutender Sammler wie François Pinault seine Schatulle öffnet, muss man neidlos anerkennen, das ist großartige Kunst. Vom Museum Folkwang klug ausgewählt und bestens kuratiert. Doch bei aller Euphorie darf man auch nicht vergessen, für François Pinault auch ein gutes Geschäft. Denn mit jeder Ausstellung steigt auch der Wert seiner Werke. Und das Ansehen des Unternehmers in der Kunstwelt. Auch da geht es um Selbstinszenierung. Eine künstlerisch erstklassige Ausstellung, die aber auch zeigt, wie sehr die Museumslandschaft mittlerweile von Großsammlern bestimmt wird. Das Poststadion im Berliner Stadtteil Moabit. Bei einem Fußballturnier zeigen Kinder aus geflüchteten Familien ihr Können. In rund 1 Kilometer Entfernung befindet sich das Lageso, das Amt, das zum Sinnbild für die Probleme bei der Aufnahme von Geflüchteten wurde. Umso schöner ist es, dass gerade hier der Sport seine integrative Kraft unter Beweis stellt. 8 Teams aus Flüchtlingsunterkünften, sozialen Projekten und Vereinen treten beim Willkommensturnier gegeneinander an. Dass Fußball verbindet, beweist auch am Nachmittag die 11. interreligiöse Begegnung von Berliner Pfarrern und Imamen. Beide Teams sind mit Leidenschaft am Ball. Trotz Symbolcharakters des Spiels ist das sportliche Niveau beeindruckend. Am Ende steht ein ausgewogenes 1:1.
Was bedeutet diese Begegnung Pfarrer gegen Imame für Sie? Es ist natürlich für den Frieden sehr wichtig. Es ist ein großes Zeichen meiner Meinung nach in Berlin. Ich hoffe auch in anderen Regionen in Deutschland, in auch anderen Bundesländern, dass die uns nachmachen und auch in anderen Ländern so eine Tradition fortgesetzt wird. Ich schließe mich gerne an. Ich finde es großartig, dass wir gemeinsam Fußball spielen. Fußball hat den Vorteil, es ist besser als nur im Dialog unterwegs zu sprechen, zu reden. Man tut etwas gemeinsam und beim Fußball sind die Spielregeln klar. Klare Spielregeln und ein Miteinander auf Augenhöhe. Das wünscht man sich zurzeit auch jenseits des Fußballplatzes. Beim Kampf um den Ball spielt es keine Rolle, welche Sprache man spricht oder welcher Religion man angehört. Diese fairen Spiele hier setzen ein deutliches Signal gegen Hass und Vorurteile. Auch wenn diese sportliche Demonstration von Toleranz Feinde einer offenen Gesellschaft nicht erreichen wird, es ist schön zu sehen, wie viel Spaß Integration machen kann. Kulturelle Verständigung, die erhofft man sich auch bei dem Musikprojekt AGET. Unter Leitung der Dresdner Sinfoniker musizieren dann türkische, armenische und deutsche Musiker zusammen und hat eben wegen jenem Musikprojekt die Türkei die Beteiligung am EU-Kulturprogramm Kreatives Europa aufgekündigt, und zwar wegen der armenischen Beteiligung. AGET wurde letztes Jahr zum 100. Jahrestag des Massakers an den Armeniern im Osmanischen Reich initiiert. Gegen dessen Einstufung als Völkermord hat sich Ankara seither vehement gewehrt. Im November soll das Kulturprojekt AGET zwei Auftritte spielen, eines in der armenischen Hauptstadt Jerewan und eines in Istanbul. Wir baten einen der zwei Initiatoren, Mark Sinan, vor der Sendung um eine Stellungnahme. Am wichtigsten ist mir ganz persönlich, die Solidarität mit den türkischen Künstlern zu äußern. Wir müssen daran arbeiten, dass türkische Künstler in Zukunft weiterhin in der Lage sein werden, ihrer Arbeit nachzugehen und sich frei zu äußern. Und genau das ist das, was die türkische Regierung verhindern möchte mit einem solchen Akt. Und das darf man nicht gewähren lassen. Also Präsident Erdogan überführt die Türkei Schritt für Schritt in eine geschlossene Gesellschaft. Und die Künstler sind die Letzten, die eigentlich verhindern können, dass das vollzogen wird. Deshalb muss man die Zusammenarbeit auch weiter aufrechterhalten und verstärken. Ob in Cannes, in Berlin oder bei den Oscars. Die Filme von Andrzej Wajda wurden vielfach ausgezeichnet. Als Absolvent der bedeutenden Filmhochschule in Lodz hatte er sein Handwerk am selben Ort gelernt wie Polanski, wie Zanussi und Kieslowski. Er war ein durch und durch politischer Regisseur, der sich vor allem mit der Geschichte seiner Heimat Polen beschäftigt hat. Sein nun leider letzter Film Nachbilder wurde gerade als offizieller Beitrag Polens für den Auslands-Oscar ausgewählt. Am Sonntagabend ist Wajda im Alter von 90 Jahren gestorben und Peter Paul Huth erinnert. Uwaga! Kamera! Mit Andrzej Wajda ist eine polnische Kinolegende gestorben. Wajdas große Leidenschaft galt der Geschichte seines Landes. Er gehörte zu den Begründern der sogenannten polnischen Schule. Filme in realistischer Form mit zentralen Themen der polnischen Gesellschaft und Geschichte. International bekannt wurde er mit Kanal, einem Film über den Warschauer Aufstand von 1944. Der Titel eine unterschwellige Botschaft an die polnischen Zuschauer. Eine Metapher für die Heimatarmee. Im Widerstand gegen die deutschen Besatzer musste sie in den Kanälen Warschaus Zuflucht suchen. Wajda inszeniert den Kanal als Sinnbild für die Ausweglosigkeit des Aufstands. Ich empfand es als meine Pflicht, auf die Leinwand zu bringen, was ich über die politischen Fakten wusste. Und was ich für die historische Wahrheit hielt. Und dies dem polnischen Publikum zu vermitteln. Wajdas berühmtester Film ist Asche und Diamant. In der Hauptrolle Zbigniew Cybulski als antikommunistischer Untergrundkämpfer. Das Stalin-Porträt und die russischen Panzer künden von der sowjetischen Dominanz im Nachkriegspolen. Mit amerikanischer Militärjacke und dunkler Sonnenbrille. Cybulski als polnischer James Dean. Antiheld gegen die Parteipropaganda.
Die Vertreter der kommunistischen Partei waren über Asche und Diamant außer sich vor Wut. Sie sahen in dem Film eine Kampfansage gegen das Regime. Ein herausragendes Beispiel für Weiders Interesse an Geschichte und Konflikten der Gegenwart ist Der Mann aus Marmor. Mit sarkastischem Humor bürstet er die Propagandabilder vom heroischen Aufbau der Nachkriegszeit gegen den Strich. Es ist die Geschichte eines Helden der Arbeit, der von der Partei zuerst aufgebaut und dann wieder fallen gelassen wird. Typisch für Weiders Filme, die Verknüpfung von Dokumentarmaterial und inszenierten Szenen. Um den Filmen aus dieser Zeit das richtige Kolorit zu geben, spielten wir übertrieben und demonstrativ mit möglichst breiter Brust. Das passte sehr gut, denn es entsprach dem Gestus der alten Propagandafilme. Ein halbes Jahr nach dem legendären Streik auf der Leninwerft dreht Weider in Danzig unter anderem mit Lech Walesa Der Mann aus Eisen. Er dokumentiert die Entstehung der Gewerkschaftsbewegung Solidarność und die außergewöhnliche Atmosphäre des Sommers 1980. Walesa unterzeichnet ein historisches Abkommen, das die politische Geschichte des Landes verändern wird. Auf dem Festival in Cannes 1981 gewinnt Andrzej Wajda für diesen Film die Goldene Palme, die er der Gewerkschaft Solidarność widmet. In Venedig wird er mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet. 2000 ehrt man ihn schließlich in Hollywood mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Wajdas Leidenschaft galt immer seiner Heimat Polen und dessen Geschichte. Wir haben uns bemüht, dem Land, soweit es möglich war, eine eigene Stimme, eine eigene Sprache und eigene Geschichte zu geben, damit die Gesellschaft sich auf ihre Vergangenheit beziehen und eine Kontinuität zu ihr herstellen konnte. Seine Filme sind inzwischen selbst zu historischen Dokumenten geworden. Morgen Abend gibt es um 21.45 Uhr ein Kulturzeit-Extra über Andrzej Wajda in Dreisatz, der Titel Polens Kino der Erinnerung. Gestern war es mal wieder soweit, der Echo Klassik wurde verliehen. Nun kann man nicht behaupten, dass die Auswahl der Preisträger sehr überraschend wäre. Es geht nicht um die Entdeckung von neuen Talenten, sondern um Verkaufszahlen. Und da treten dann vor allem die bekannten Namen auf der Branche, darunter auch Jonas Kaufmann. Entgegengenommen hat er die Auszeichnung in der Kategorie Bestseller des Jahres persönlich, allerdings ohne wie üblich dann auch zu singen. Das erlaubt ihm seine Stimme gerade nämlich nicht, sodass er die aktuelle Tournee für einige Wochen unterbricht. Können wir nur hoffen, dass das keine dauerhafte Folge von Überstrapazierung ist. Mein Kollege Reinhard Jarecki hat Jonas Kaufmann zum Glück vor der Erkrankung getroffen, im sommerlichen Bella Italia. Da klang seine Stimme noch so betörend wie gewohnt. Mit Mozart und Wagner, mit Verdi und Puccini wurde er weltweit berühmt. Nun betritt Jonas Kaufmann ein von Italienern eifersüchtig bewachtes Musikterrain, auf dem Ausländer eigentlich gar nichts zu suchen haben. Italienische, vor allem neapolitanische Lieder. Sie ist die gesungene uralte Sehnsucht nach dem Süden, da, wo wir Deutsche seit Goethe immerzu sein wollen. Italien ist für mich gelebte Leidenschaft auf höchstem Niveau. Egal in welcher Richtung, ob das Liebesbeziehungen, Dramen, ob das Kunst ist, ob das Essen ist, ob das einfach nur Nichtstun, das süße Nichtstun am Strand oder im Kaffeehaus, im Museum, egal wo, egal wie. Man hat plötzlich das Gefühl, man muss ständig lächeln.
herzzerreißend, balancierend zwischen Schmelz und Schmalz. Das ist das süßliche Gift dieser unverwüstlichen Lieder, in die sich alle, von Caruso bis Pavarotti, mit Inbrunst geworfen haben. Diese Liebe zur Musik, die ein Italiener sehr deutlich und ausgeprägt hat, ist eigentlich eine Liebe zur Melodie. Weil über die Melodie erreicht man das Herz das sieht man diesen oder spürt man in diesen Liedern eigentlich, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, dass man die alle mitsummen oder mitpfeifen oder mitsingen können muss. Kaufmanns Italien-Album hat den Anschein eines marketinggesteuerten Verkaufsschlagers. Tatsächlich aber ist der Tenor hier ganz er selbst. Italien, das ist sein ganz persönliches Sehnsuchtsland. Diese Kultur hat ihn von klein auf geprägt. Ich habe sehr viel Zeit als Kind in Italien verbracht, auch sehr genossen, habe mich dort immer zu Hause wohlgefühlt, habe dadurch auch die Sprache sehr gut erlernt und auch das Gefühl für die Sprache und das Gefühl für das italienische Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, erlernt. Latin Lover der Oper hat man ihn genannt. Ihn, der musikalische Perfektion und Sexappeal bestens vereint. Der 47-jährige Kaufmann ist einer der wenigen Pop- und Medienstars der Klassik. Gleich neben Anna Netrebko, mit der er vor Jahren in Verdis La Traviata auftrat. Dass seine weibliche Anhängerschaft ihn verehrt und gar anschmachtet, genießt er gelassen. Auswirkungen auf den privaten Alltag hat das Anschmachten, glaube ich, nicht. Auswirkungen auf die Interpretation hat es auf jeden Fall. Man kann sich natürlich dieser Illusion dann hingeben, dass man einen Konzertsaal voller Fans hat, die einen lieben und denen man sein Herz ausschütten kann. Also ich glaube, es ist sicherlich was einen auf Wolke 7 schweben lässt, während man musiziert, vielleicht auch zu Hause. Aber dass ich deshalb ein anderes Liebesleben hätte, nur weil ich weiß, dass da ein paar andere schmachten und Briefe schreiben, das sicher nicht. Vor einem Monat in Italien. Die Presse feiert Jonas Kaufmann als den besten, berühmtesten Tenor der Welt. In Neapels Opernhaus San Carlo gibt es eine Jonas-Kaufmann-Gala. Selbst Ministerpräsident Renzi ist mit Entourage angereist. Ein Deutscher wird für seinen italienischen Schöngesang geehrt, als Erbe der Carusos und Pavarottis. Eine Sensation. Es war eine ungeheure Heiterkeit und Begeisterung. Also ich kann es kaum anders beschreiben als irgendwie wirklich ein Superstar-Gefühl. Völlig verrückt. Aber das ist eben genau das. Das ist der italienische Süden. Das geht nur hopp oder top. Dazwischen gibt es nichts. Also entweder sagt man, interessiert mich nicht, soll er machen, wie er will. Oder man ist Feuer und Flamme und zeigt das auch. Dolce Vita. In diesen Liedern, die man an Neapels Straßenecken pfeift, liefert Kaufmann ein Wechselbad der Gefühle. Von düsterer Melancholie bis unbekümmerter Fröhlichkeit. Er veredelt sie mit seiner sanften, dunkelleuchtenden Stimme und vor allem mit mediterraner Hingabe, so wie es der Süden verlangt. Tja, der Sommer in Italien ist vorbei. Unsere Sendung für heute auch. Ich verabschiede mich. Noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.